Jetzt ist es endlich soweit. Sie haben sich angemeldet bei uns auf www.salü.de mit den Carlsberg-Reklame-Klassikern und Sie können eine ganze Menge Geld gewinnen. Das haben Sie zahlreich gemacht und ich fahre jetzt zu drei glücklichen Gewinnern nach draußen. Die bekommen jeweils 3.333 Euro von Carlsberg. Elf Uhr haben wir. Wir sind in Kirkel angekommen. Unser erster Gewinner wohnt hier. Den werde ich jetzt überraschen mit 3.333 Euro. Das hier ist der Thomas, unser erster Gewinner. Er hat ganz viele Carlsberg-Fanartikel und er hat sich beworben bei www.salü.de, hat tolle Fotos hingeschickt und es ist Gewinner Nummer 1 und er bekommt 3.333 Euro. Thomas, zeig uns mal dein Schmuckkästchen. Carlsberg ist aus unserer Region ja gar nicht mehr wegzudenken und ich habe jetzt diesen tollen Bierseidel entdeckt. Thomas, was hat's denn mit dem auf sich? Ja, war eine ganz seltene Auflage, weil er natürlich auch hier diese zwei Schließvorgänge beinhaltet und ich denke, zum einen wurde daran gedacht, dass man einfach sagt, wenn man es richtig zulässt, hält es Bier länger, hat natürlich bei mir keine Chance gehabt, wie man auch am Bauch sieht und von daher ist es halt eine witzige Sache, dass man hier dann noch extra zumachen kann, wenn sich mal jemand vielleicht dran vergreifen sollte. Und Thomas, du hast immer frisches Carlsberg-Urpilz bei dir in der Zapfanlage. Ganz genau. Also jederzeit, ihr könnt gerne einen Tropfen nehmen. Ich weiß nicht, was ihr heute noch vorhabt. Und ich habe nicht mehr viel vor. Ich schwelge nur noch in Glücksgefühlen und werde mir also gleich ein frisches Urpilz zapfen. Wir sind jetzt bei Station Nummer 2. Hier wohnt die Familie Martin in St. Wendel. Ich wollte gerade klingeln, da kriegen wir schon aufgemacht. Schönen guten Morgen. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, Radio Salü. Unser zweiter Gewinner, der wird jetzt gleich um 3.333 Euro reicher sein. Aber vorher muss er uns natürlich zeigen, was für tolle Carlsberg-Schätze er in seinem Keller hat. Also der Klassiker, den ich eingesendet habe, ist dieses Streichholz. Das sieht aus, als wäre es schon ein bisschen älter. Ja, das ist von 1960. Anlässlich der Gartenschau, deutsch-französische Gartenschau, vom April bis Oktober 1960. Einen Gewinner haben wir noch, nämlich die Nummer 3 und das ist hier die Dennis Gutstupp. Wir sind in Freisen angekommen und ich schätze mal, der wird ganz viele Carlsberg-Klassiker in seinem Keller haben. Mindestens. Gehen wir mal rein. Das hier ist unser dritter Gewinner. Daniel hat eine wunderschöne Carlsberg-Kneipe hier in Freisen, wie man so schön sagt. Und ich habe mich jetzt mal schon ein bisschen umgeguckt. Ich kann mir vorstellen, mit diesen tollen Plakaten hast du dich beworben auf salü.de. Das war dein Glück, denn du bist um 3.333 Euro reicher. Gab es da auch schon mal so Kunden, die gesagt haben, ach, das würde ich Ihnen abkaufen? Na, abkaufen war noch nicht die Rede davon. Eher geschenkt bekommen. Es war nur ein Vertreter von Carlsberg da, der war sogar begeistert. Aber Sie sind standhaft geblieben und das war auch das Glück. 3.333 Euro gehen nach Freisen. Tja, wir haben wieder mal festgestellt, Carlsberg ist ein Stück saarländische Geschichte. Carlsberg gehört zu unserer Region. Das haben die vielen tausend Einsendungen bewiesen auf salü.de. Ganz viele Saarländer haben tolle Reklameklassiker von Carlsberg bei sich zu Hause. Es konnten leider nur drei gewinnen, aber nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt erstmal ein gutes Carlsberg-Urpilz trinken. Denn die Arbeit ist ja jetzt geschafft und wir Saarländer kennen ja auch gut feiere. Alle dann, danke fürs Mitmachen und viel Spaß mit Carlsberg-Urpilz.